Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Wir müssen wieder einen Guerilla-Einsatz hinter uns bringen und wir bekommen als Belohnung Dr. Zwergen Paladin. Und ja, da müssen wir uns noch anstrengen. Wir haben jetzt endlich einen fünften Charakter-Slot hier für unser Team. Wen nehmen wir mit? Bull Rush? Nee, Moment. Stopp. Hier gibt's Hüben. Gab's schon wieder. Okay. Passt gerade noch so. Deep Six? Nee. Solo, nein. Okay. Ja, ich bin zwiegespalten, wenn ich jetzt hier alles mitnehmen soll. Ich glaube, ein Ranger ist, glaube ich, nicht schlecht. Ob ich einen Rookie mitnehmen? Zwei Grenadiere ist gar nicht so, so verkehrt, glaube ich. Oh. Ein Bero hätte ich schon gern dabei. So, Backfisch war im letzten Einsatz einfach schlecht. Ich glaube, die kriegt erstmal eine Pause. So. Und stattdessen nehmen wir mit... noch ein Scharfschützen, damit wir den leveln können. Vielleicht tauschen wir den Umbrenn einfach aus, der ist schon ziemlich weit. Wir nehmen den Engai mit und entfernen den Umbreon und nehmen stattdessen den, wo ist er, den Manu mit. Okay. So, dann kommt der Engai. Und noch eine Blendgranate. So. Und dann sollte das doch hier abgehen. Okay, Leute, drückt uns die Daumen. Mit dem Team geht's in den Kampf. Skyrim. Sind in Position für den Einsatz. Einsatz starten. Wir erfassen ein schwaches Advent-Signal, das sich durch diese Region bewegt. Es könnte ein Datenarchiv sein, das sich auf einem ihrer Züge befindet. Der ersten Analyse nach könnten die Daten mit dem aktuellen Projekt der Aliens zusammenhängen. Also gehen wir rein, um sie zu holen. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus, die den Zug beschützen. Wir brauchen diese Daten. Okay. Dieses Tuch vom Gesicht von Enger ist ein bisschen strange. Aber wahrscheinlich hat er einfach nur angekündigt, er würde sein Gesicht in diesem Let's Play zeigen. Menace 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Ach, schon wieder eine Rundenbegrenzung, ey. Quit dieses Kackspiel, ich will endlich hier ganz in Ruhe mal spielen. Ach, Mann.
Ah, hier hinten geht's lang. Okay. Das heißt, das Haus ist im Weg. Haus, du bist im Weg! Mit wem fangen wir an? Wir fangen an mit Max Monster. Da wird man schon gesehen, das heißt, hier ist irgendwas. Puh. Erstmal hier in Deckung. Bin auf dem Weg. Noch ist nichts sichtbar. Beo Roger. Hinterher. Ist klar. Ich würde mal ein bisschen weiter rausgehen. Da ist ein Sektoid und ein Truppenanführer. Okay. Bin auf dem Weg. Bin dabei. Wird gemacht. Bestätigt, Überwachung läuft. Den Manu würde ich hier ganz gerne oben aufs Dach bringen. Hier irgendwo hoch. Okay. Patrouillieren nach vorne weiter weg. Um den Zug rum. Beru, weiter nach vorne. Sind sie denn? Die sind jetzt hier oben hochgegangen. Ist klar. Manu. Weiter nach vorne. Roger. Da sind sie wieder. Ist klar. Engai. Okay, wenn ich hier reingehe, werde ich gesehen. Das heißt, es könnte sein, dass hier noch welche sind. Begebe mich zu dieser Position. Overwatch. Verstanden. Halte die Augen offen. Bestätigt. Rücke aus. Max Monster. Bin schon unterwegs. Overwatch. Bin dabei. Kannst du von hier eine Granate schmeißen? Du kannst die von hier beide schon sehen. Aber ich glaube, mit der Granate machst du mehr als mit der Pistole. Overwatch. Bestätigt. Überwachung läuft. Overwatch. Scanning. Dann hoffen wir mal, dass die... Ach scheiße, die Granate kommt gar nicht so weiter. Okay, gucken wir mal, wo sie hinlaufen. Boden entdeckt. Wir haben jetzt alle auf Overwatch. Okay, der ist schon mal hin. Und der Engai hat den Kill. Ziel neutralisiert. Der Sektor ist leider in die andere Richtung gelaufen. Gedankenkontrolle. Alles klar. Mit 34% ist nicht besonders viel. Aber der Bero müsste eigentlich die Chance haben, den hier zu flankieren. Sogar mit voller Deckung. What's over there? Oh scheiße, der war in Overwatch. What the fuck? Das zählt dann auch vom... Oh Gott.
4 Schaden. Das hat wehgetan. Manu kann nichts sehen gerade. Engai, komm, Nahkampf. Und der Kill ist unser. Feind am Boden! Das können wir vielleicht gebrauchen. Iridiumkern und ein fortschrittliches Ziefernrohr. Sehr schlecht. Ich hab was Neues. Sehr schlecht, sehr gut. Gedankenkontrolle verloren. Okay, weiter vorrücken. Alles klar. Max Monster rückt auch vor und wird jetzt mal seinen Heilungs-Gremlin losschicken. Das geht ja gar nicht hier. Gremlin-Heilung auf Beru, jawohl. Gremlin, medizinische Protokolle! Alles klar. So, der Manu hier oben auf dem Dach. Da. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Sieht man den Pistolen-Overwatch? Bestätigt! Überwachung läuft! Okay. Hier vorne ist eine Advent-Truppe. Ist schlecht, weil der Manu gerade auf der anderen Seite vom Zug ist, ne? Ja, das heißt aber auch, dass wir auf der anderen Seite vom Zug halbwegs sicher vorrücken könnten. Schon dabei. Weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, aber ja, okay, hat gut gereicht. Max Monster, wie weit kommst du? Hier vorne wird man schon wieder gesehen. Irgendwas ist in dem Haus noch drin. Irgendwas ist in dem Haus. Ich gehe schon unterwegs. Der ist noch versteckt. Der Max. Beru. Schon dabei. Alles okay. Already there. Der Manu gibt Feuerschutz von hier oben. Biete Feuerschutz! Advent Troops hier! Kommen sie. Sind noch auf der anderen Seite. Der eine geht jetzt auf die andere Seite rüber. Weitere Feinde im Anmarsch! Okay. Jetzt haben sie uns bald dann umzingelt. Ist nicht so geil. Okay, hier ist ein Trooper. Wie sieht das aus? Schwerthieb, komm. Beru, mach ihn platt. Objective located. Das ist Objective. Oh, jetzt haben wir den Kill gar nicht gesehen. Avenger, das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. Oh, der lebt noch. Der lebt noch mit einem Lebenspunkt. Verstanden. Bin unterwegs. Geil rüber. Schwerthieb. Ja, jetzt ist er hin. Ist klar. Abschuss. Naja, Schuss nicht wirklich. So, 34% nur gegen den. Lesrak. Klau dem mal hier seine Deckung.
Okay. So, jetzt müsstest du eine bessere Chance haben, den da unten zu treffen. Jo, ist sogar geflankt jetzt. Oh scheiße, das war der Max. Na gut. Hab ihn erwischt. Kill ist Kill, aber eigentlich sollte das ich bin aufgeflogen. Der Sniper von hier oben machen. Mir entgeht nichts. Kommen die Unterstützungstruppen. Oh, ein Roboter. Shit. Shit. Meines 1.5, die Uhr tickt. Die Sprengladung wird nicht warten. Begeben Sie sich zum Datenarchiv und deaktivieren Sie sie. Ich weiß gar nicht, kann der Max hier schon seinen Gremlin losschicken? Nee, kann er nicht. Ihr müsst es erst sehen, ne? So, wo sind die feindlichen Truppen denn jetzt denn hier? Sind hier wahrscheinlich irgendwo rein. Okay. Rolling out! So, wir verschanzen uns alle am besten hier irgendwo. Bin schon dabei! Lesrak auch auf die andere Seite vom Zug. Möglichst viel... Wenn es sein muss? Wenn es sein muss? Ja, es muss sein. Overwatch. Bestätigt, Überwachung läuft. So, der Max... Auch auf die andere Seite. Schon dabei! Der Manu, der steht hier oben eigentlich relativ sicher. Na los, zeigt hoffentlich euch. Irre ich mich da nicht. Advent-Einheiten gesichtet. So, sie sind im Haus jetzt. Jetzt wissen wir Feuerschutz. Zumindest, wo sie sind. Ja, Rüstung wegschreddern. Sehr gut. Okay, der kommt nach oben. Daneben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für Manu ist. Ich glaube eher nicht. Am Ziel vorbeigeschossen. Scheiße, der schießt. Oder schießt er nicht? Nein, er schießt nicht. Puh, hu, hu. Alles klar. Das wird hart. Bero steht an dem Ding schon dran. Kiste hacken. So, verzögert die aktuellen düsteren Ereignisse um 2 Wochen. Fehlschlag, kein Effekt. Ah, knapp. Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Wen sieht er denn? Er sieht den da vorne. Okay. Vielleicht können wir den ein bisschen flanken. Advent Bodentruppen. Oh fuck! Noch eine. Shitte. Engel, raus hier. Begebe mich zum Ziel. Fuck. So, Lesrak. Drei Schaden, Manu. Schaffst du das? So, 57% nur. Er steht direkt vor dem. Komm, Manu. Yes! Das war's für dich! Das ist eine positive Sache jetzt.
So. Granate. Ah, ne, nicht vom Max. Kann der Lesser keine schmeißen? Werfe Granate! Sehr gut. Rücke zur Zielposition vor. Finish him. Feind vernichtet. So ein Scheiß, dass er die Truppen da hinten jetzt. Die machen mir echt Sorgen. Okay, der Schlangerich geht aufs Dach. Mann. Gut, dass wir den eben geheilt haben im Büro. Wie auch immer der jetzt durch die Wand schießen konnte. Ich brauche einen Sanitäter! Oh fuck. Ja, am Engel. Und Manu ist tot. Ich hab gesagt, irgendwann passiert es. Das Sniper ist weg. Fuck, fuck, fuck. Okay, I'll go. Okay, lebt noch. Down. Bestätigter Abschuss. Ein Problem weniger. Und die Rache von Manu. Okay, nur noch der Schlangerich. Das war's für dich. Okay, der Schlangerich verpieselt sich oder sonst irgendwas. Kann ich nochmal Heilungsprotokolle machen? Okay, aber wenn ich das Medikit ausrüste, dann habe ich zwei und jetzt habe ich nur einen. Gut zu wissen. So, hier oben ist irgendwo dieser scheiß Schlangerich. Ich rücke aus. Overwatch. Feuerschutz. Das ist alles nur halbe Deckung hier. Ich weiß nicht, wo ich mit dem hin soll. Immer noch hier oben. Geht in Ordnung. Nachladen. Hätte ich besser unten dann nachladen. Waffe geladen. Okay. Beru. Nachladen. Rock and roll. Feuerschutz. Engel raus. Und los geht's. Nachladen. Holen wir sie uns.
Da kommt was. Okay, es ist unten. Zwei. Noch ein Volltreffer. Yes. Einen Schaden noch mehr. Medic! Okay, drei Schaden. Der hat noch einen, oder? Fuck. Engai. Rette ihn. Ziel eliminiert. Oh, fuck, ey. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. What a mess! Meine Güte, das war hart. Und wir haben einen Soldaten verloren. Der arme Manu. Wirst als Manu der Zweite bestimmt irgendwie wiederkehren. Aber goddamn, war das eine harte Mission. Gut, dass wir nicht das harte, dieses mittelschwere genommen haben, sondern diese leichte Mission. Ach ja, irgendwann musste es passieren, Leute. Aber wir haben es hingekriegt. Engai hat ziemlich gerockt. Ziemlich viele Kills gemacht. Oh weia. Wir haben unseren Sniper verloren. Mann, Mann, Mann. Aber bilden wir nicht gerade noch einen Sniper aus? Bist du sicher? Oder war das noch ein Ranger, den wir ausbilden? Gefallen, Manu. Ja, Private Manu. Dein Andenken wird geehrt werden. Hier, Engai können wir zum Phantom mal machen. Das war ganz nützlich. So, Sanitäter. Ausgerüstete Medikits verfügen über zwei zusätzliche Ladungen. Oder Scan-Protokoll. Der Gremlin kann einen sofortigen Scan des Gebiets auslösen, der den Sichtbereich des Spezialisten eine Runde lang stark vergrößert. Versteckt oder geteilte Fahnen im Sichtbereich aufdeckt. Nee, ich brauche einen Sanitäter. Weiter. Oh je, Manu. Irgendwie traurig, diese Folge. Hallo, Commander. Und wir haben Dr. Zwergen Paladin als Wissenschaftler. Da ist er. Unser Forschungstempo wird wenigstens etwas erhöht. Gucken wir mal hier in die Ehrenwand. Da hinten sind schon drei Bilder. Wir haben auch erst einen gefallenen. Ah ne, wir haben die aus den ersten, aus den ersten Missionen. Ach je. Waffenkammer, wir gucken mal in die Guerillaschule, wen wir da gerade ausbilden. Ja, wir machen gerade Professor Creep zum Ranger. Wie lange braucht ihr denn noch? Noch 5 Tage. Danach werden wir wohl einen Sniper ausrüsten, einen Sniper ausbilden müssen. Oh Mann. Okay. Ja, die Avenger zu reparieren war ein Wunder. Ich weiß immer noch nicht, wie er ihr System entschlüsselt hat, aber ohne ihn stünden wir noch ganz am Anfang. Er hat sein Leben gegeben, um das Schiff zum Fliegen zu bringen, auch wenn er es selbst nicht mehr sehen konnte. Ein guter Vorschlag. Widerstandskontakte.
Erstmal hier Widerstand herstellen, Kontakt herstellen. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Raum ansehen. Maximaler Energieverbrauch erreicht. So. Welcher ist denn das jetzt, den wir da freigeräumt haben? Der oben rechts. Okay. Ja, wir brauchen Energie. Wir müssen hier ein Energierelais hinbauen. Okay. Sollen wir Kontakt herstellen? Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Obwohl Advent diese Einheiten eindeutig zur Beruhigung ziviler Unruhen in ihren Stadtzentren geschaffen hat, greifen sie seit geraumer Zeit auf immer brutalere Mittel zur Befriedung zurück. Okay. Und wir haben eine Pulsklinge für unsere Ranger. Sehr nice. Was forschen wir jetzt? Wir müssen noch mal die neuen Waffen auch mal forschen wir erstmal das hier. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich. Gehen wir mal in die Technikabteilung, schauen mal, ob wir ein paar von den neuen Waffen machen können. Gegenstände herstellen. Waffen. So. Magnetpistole kostet 60 Vorräte und wir haben kaum Vorräte. Aber eine können wir herstellen. Rüstung können wir noch keine herstellen, alles klar. Gefechtsscanner finde ich jetzt nicht so geil. Ich sollte herausfinden, ob die Truppen ihre Alienabschüsse auflisten. Könnte wertvoll für die Rekrutierung sein. Es gibt ja einen Avenger-Bericht. Okay. Läuft. Düsteres Ereignis abgeschlossen. Ah ja, weil wir das andere gemacht haben. Neue Verbündete. Das ist schon mal gut. Wir hören Sie. Neue regionale Kontakte gefunden. Alles klar. Funkrelais installieren können wir nicht, weil wir nicht genug Vorräte haben. Irgendwo noch Vorräte, Granate, Widerstandskontakte. Vorratslieferung in 9 Tagen. Was machen wir, Leute? Was machen wir? Können wir auf dem Schwarzmarkt fliegen? Ein bisschen Vorräte, irgendwie ein bisschen Knete generieren. Ist offen. Ein bisschen ein paar Sachen verkaufen. Den Datenspeicher hätten die gerne, ne? Ja. Nee.
Iridiumkerne will ich auch nur sehr ungern abgeben. Hier so ein paar Legierungen können wir weg tun. So, was haben wir hier noch? Sektoidenleichen. Die Rauchgranate brauchen wir eigentlich auch nicht. Betäubungslanzenträger. Viperleiche. Bestätigen. Okay, was kann man denn kaufen hier? Okay, beschleunigte Psionik. Beschleunigte Forschung, Plattenrüstung, noch einen neuen Wissenschaftler. Vorräte. Fortschrittliche Konditionierung. Wir haben hier keine Verwundung für Kampf zu verwenden. Symptomen. Okay. Ja. Sollen wir schon auf das hier gehen? Oder erstmal auf Plattenrüstung? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir rekrutieren erstmal noch einen Wissenschaftler. Nee, wir kaufen hier gar nichts. Sondern versuchen hier dann in Ostafrika den Turm zu bauen. Setze Kurs auf Sektor 12, Ostafrika. So, Funkrelais wird errichtet, alles klar. Das Avatar-Projekt. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Also angeblich sollten ja diese Guerilla-Dinger hier das verlangsamen, aber ich sehe da irgendwie keine Verlangsamung drin. Okay, vielleicht wäre es sonst noch weitergegangen. So, Professor Creep ist fertig. Weitermachen. So, wir gehen erstmal wieder zurück hier. Und holen uns einen neuen da rein, den wir zum Sniper ausbilden können. Wo ist denn hier Kriegszentrum? Ne, das Kriegszentrum war es nicht. Da ist der Bero gerade. Hier die Taktikschule, genau. Plastiklöffel. Und zwar Scharfschütze. Alles klar. So. Dann gehen wir jetzt in die Technik. Was kann ich für Sie tun, Commander? Und können noch ein paar Gegenstände herstellen vielleicht. Pulsklinge. Splitterkanone. 90 Vorräte, dann sind wir ziemlich blank. Ist beides für den Ranger. Nee, lassen wir erstmal vielleicht bis kurz vor irgendeinem Einsatz. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Datenpad, Entschlüsselung, okay. 40 Informationen, das ist schon mal gut. Neues Forschungsprojekt. Ich Gauss-Waffencode 8 Tage, kann das erforschen auch direkt. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Ja, vielleicht irgendwie bessere Waffen danach. Überspringen direkt die Magnetwaffen. Hat man ja bei XCOM 1 auch richtig eigentlich ganz gut gemacht. Advent Vergeltungsschlag. Ja, rüber zum Mal. So, da müssen wir hin. Bestätigen. Setze Kurs auf Sektor 13. Südafrika.
Okay, Bero ist auch wieder fit anscheinend. Und wir schauen uns an, ob wir den Vergeltungsschlag abgewehrt kriegen beim nächsten Mal. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss. Yeah.